Die berühmtesten Eismacher der Stadt, Bortolotti, Arnoldo und Pradl, kamen allesamt in die italienische Botschaft. Gemeinsam staunten sie über eine originale Gelato-Maschine aus dem 19. Jahrhundert. In echter Handarbeit und mit einem traditionellen Trick zauberte Eismeister Maurizio de Pellegrin im Eisenbottich auch für uns ein perfektes Vanilleeis, wie damals. So, erstmal muss man außenrum die Kühlung verschaffen, indem man vier Teile Eisbrocken und einen Teil Salz vermischt. Und dann erreichen wir Temperaturen zwischen minus 20 und minus 25 mit dieser Methode. Das ist einfacher, das ist eine uralte Methode. Schon die alte Inder und die Chinesen wussten das schon. Ne? Perfetto.